Bei herrlichem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen veranstaltete die Rostocker Ostseesparkasse am Donnerstag ihren Jahresempfang im Superior Wassersportpark in Schmal. Erschienen waren über 500 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Vereinen, Organisationen, Institutionen sowie Stiftungen. Wir möchten einmal im Jahr mit unseren Kunden, mit unseren Geschäftspartnern zusammen so einen Abend begehen, uns auch ein Stück weit bedanken, uns auch präsentieren, was wir an Leistungen zeigen können, was wir bieten können. Aber es ist auch ein Stück Dankeschön-Veranstaltung für auch die Politiker, mit denen wir zusammenarbeiten, aber für unsere Kundinnen und Kunden ganz zuvorderst natürlich auch. Und das an so einer schönen Location, die wir eben auch als OSPA mit unterstützt haben. Da freuen wir uns natürlich besonders, dass wir dann hier sein dürfen. In idyllischer Atmosphäre schaute die OSPA zusammen mit ihren Gästen auf das vergangene Jahr und ließ die Erlebnisse Revue passieren. Die Bilanz fiel dabei durchweg positiv aus. Die Rahmenbedingungen waren wiederum nicht einfach. Es war ein weiteres Corona-Pandemie-Jahr, aber auch durch dieses zweite Corona-Pandemie-Jahr sind wir wirklich gut durchgekommen. Wir haben festgestellt, dass die Kunden uns vertrauen. Gerade auch in diesen schwierigen Zeiten sind sie zu uns noch viel stärker in die Beratungsgespräche gekommen als die Jahre davor. Das zeugt von einem hohen Vertrauen. Es zeugt aber auch davon, dass wir anscheinend die richtigen Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden haben. Deshalb konnten wir auch im letzten Jahr ein wirklich betriebswirtschaftlich sehr, sehr gutes Ergebnis schreiben und darüber freuen wir uns. Doch nicht nur das letzte Jahr stand im Fokus der Betrachtung. So wurde der Blick auch nach vorne gerichtet und dargelegt, was die OSPA in diesem Jahr bewegt und noch bewegen wird. Die Zeiten sind nicht leichter, auch in diesem Jahr. Ukraine-Krieg auf der einen Seite natürlich. Corona ist ja auch noch nicht wirklich vorbei. Lieferengpässe und alle weiteren schwierigen Rahmenbedingungen. Inflation, die jetzt gekommen ist. Auf der anderen Seite der Zins, der plötzlich wieder da ist. Ich habe es eben angesprochen. Also es sind viele Herausforderungen. Wir als OSPA wollen aber in die Zukunft blicken, wie wir es in der Vergangenheit auch getan haben, nach vorne. Wir wollen investieren. Wir investieren in Mitarbeiter, wir investieren in Digitalisierung, wir investieren in unsere Filialen, um unseren Kunden immer die bestmöglichen Angebote zu bieten. Und das ist unser Weg, den wollen wir konsequent fortschreiten. Ein großer Meilenstein ist die in diesem Jahr eingeführte Loka-Karte. Loka steht in diesem Zusammenhang für lokal kaufen. Sie kann als einfaches Zahlungsmittel bei allen teilnehmenden Partnern genutzt werden. Die Karte gibt es als Gutschein und als wiederaufladbare Jobkarte. Das heißt, der Arbeitgeber kann seinen Mitarbeitern über Sachbezugslösungen 50 Euro im Monat, jeden Monat die Karte aufladen und der Mitarbeiter kann dann diese Karte nehmen und zu Geschäften, Restaurants in der Region Rostock gehen und dort dann das einlösen, wie Bargeld einzulösen ist. Also ich finde eine super Kombination und vor allen Dingen ist uns daran so wichtig, dass das Geld in der Region bleibt, dass wir das Geld nicht zu den Amazons dieser Welt rausgeben, sondern in der Region die Wirtschaft bleibt und das ist unser vorderstes Ziel. Nach der feierlichen Eröffnung und Ansprache durch den Vorstand gab es an diesem Abend viel Zeit für einen lockeren Austausch mit Häppchen, Wein und musikalischer Untermalung.